Recht herzlich willkommen zur 35. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir haben letztes Mal die Rakete gebaut. Ich gehe lieber nochmal rein, check die nochmal einmal durch, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles so richtig ist. Ist keine ausgewählt, dann müssen wir die erst laden, ne? V2, da ist er. Load. So, wir haben zwei Aufträge. Einmal diesen Test, der sofort funktioniert. Das ist klar. Und den anderen, den da im Orbit starten. Damit müssen wir mit dieser Stufe schon das geschafft haben, im Orbit zu sein. Bin mir nicht ganz sicher, ob das klappt, aber wir werden es sehen. Gut, aber das war's dann, oder? Jo. Gucken wir gerade rein. Der Ingenieur sitzt da nämlich wieder drin, freundlicherweise. Gut. Dann speichern wir das nochmal. Sitzt der da jetzt noch drin, der Pilot? Ja. Dann können wir jetzt hier auf das Launchpad gehen schon, direkt. Und gucken, ob das was wird. Da steht sie schon. Ist noch nicht zusammengebrochen, das ist schon mal was. Und SRS machen wir an. Und was haben wir hier alles für Zeichen? Die kenne ich ja gar nicht. Gab es ein Update? Keine Ahnung. Mit dem SRS geht das an, alles klar. Da passiert aber nichts. Naja, okay. Haben wir was vergessen? Ich glaube nicht. Wir machen mal das hier auf. Nee. So, dann sehen wir das alles. 80.000 bis 84.000 muss der Orbit sein. Gucken, ob wir das hinkriegen. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Ja, wo kommt sie? Das ist nicht die schnellste, ne? Dann sollte man den Speed mal erhöhen oder sowas. Kommt auch schneller hoch, ne? Weg. Das ist total schwabbelig, das Ding. Ich glaube, wir gehen mal mit dem Speed runter. Wo geht's noch? Oh oh, da sitzt irgendwas auch ganz komisch dran, ne? Aber egal, erstmal. Das weg, die nächsten an. Noch an Höhe, können auch schon rüber. Eigentlich sieht es ganz gut sogar aus, ne? Mal Karte setzen, ne? Die haben wir gar nicht eingestellt, so ein Shit. Ja, das ist schon wieder super, klappt. Schon wieder super. Oh, auch schon leer. Okay, das war jetzt nix. Ja. Der zweite Test, der ist gescheitert, weil das Teil, was wir testen wollen, schon nicht mehr da ist, glaube ich, ne? Okay. Gucken wir, dass wir noch einen Orbit hinkriegen. Sind viel zu hoch. Jetzt will ich ein bisschen üben, wenigstens an dem, was wir gerade haben. Es geht auch wieder runter. Okay. Wir sind aber auch schon... Ja. Gut. Funktioniert nicht so prima, ne? Aber mal sowieso nicht mehr hin.
zeigt uns das an. Prorate und Retrograde, keine Ahnung. Sagt mir jetzt nicht viel. Das funktioniert alles hier noch relativ gut. Können wir gerade Schub wegnehmen. Damit wir hier näher rankommen, weil das war ja so, dass wir hier mehr Energie sparen, wenn wir da sind schon, ne? Von hier aus können wir da ja auch Schub machen und so. Steuern. Okay. Jetzt mal ein bisschen schneller. Dass wir da auch hinkommen. So, und dann schieben wir die Apoapsis jetzt vor uns her, habe ich gehört, ne? Naja. Schieben wir natürlich nicht. Einfach aus dem Grunde, weil wir schon viel zu hoch sind, ne? Ist aber nicht schlimm, wir kriegen auf jeden Fall den Orbit hin. Ich sehe jetzt allerdings hier keine Kraftstoffanzeige, ne? Okay. Der Orbit kommt. Auf jeden Fall. Sieht ganz gut aus sogar. Tendenziell sind wir vielleicht ein bisschen zu schnell mit der ganzen Geschichte. Mäßig. Das war ja nachher auch wieder runter, das ist ja das nächste, ne? Aber wir schaffen den Orbit. Es wird mit dem Kraftstoff etwas knapp, ne? Müsste irgendwann die Periapsis kommen, ne? Da ist er. Da ist er. Kurz einmal gucken. Ah, es wird schon ein bisschen mit dem Kraftstoff knapp, ne? Okay. Könnte aber klappen, ne? So. Ja, da haben wir auch noch genug zum Runterkommen. Über 70 will ich gerade. Gut, haben wir. So, das bedeutet, wir haben einen Orbit, ne? Höhe ist jetzt nicht passend. Das ist aber das Einzige, was jetzt fehlen würde. Wäre die nächste Überlegung, wenn wir die Rakete bauen, müssten wir schon den Rückweg antreten, noch über 80.000 bleiben, dann kuppeln wir ab und dann wäre es so, dass wir diesen Test auch bestehen, ne? Das würde bedeuten, wir machen diesen Einheit zwischen der Kapsel und der Stufe davor. Das müsste funktionieren, ne? So, können wir irgendwas hier noch machen? Test oder sowas? Oh, da haben wir ein Liquid Fuel Engine. Das ist die falsche Seite, ne? Testgerät ist hier vorne dann. So, Statusbericht. Haben wir was? Können wir was? Nein, wir können nichts. Eventuell so... Ah, das ist jetzt natürlich noch eine coole Geschichte. Aussteigen und schieben. Gut, dass das da steht. Ich will zwar jetzt nicht aussteigen. Aber er könnte wirklich aussteigen einmal, ne? Der Ausstieg, da ist der Ausstieg. Was, er kann nicht aussteigen?
Oh, jetzt haben wir das wieder, ne? Ich weiß wieder nicht zurück. Auch schön, ne? Orbital 2260. Ja, Außenansicht bitte wieder. Wie war die? Gute Frage. C, ne, oder? Ja, Glück gehabt. Ach, fiel mir noch ein. So, aussteigen wäre Eva. Eva geht nicht. Müsste. Wie heißt der Astronautenkomplex? Ne, doch. Astronautenkomplex müssen wir erst upgraden, dass wir aussteigen können. Sehr interessant. Also haben wir schon die nächste Aufgabe wieder im Boot. Wir müssen gucken, dass wir aussteigen. Statusbericht geht nix. Was macht der Strom? Der ist voll. Können wir Antenne ausfahren? Bestimmt. Der Schirm. So, da können wir noch die Höhe einstellen, wenn der aufgeht, ne? Oder Treasure. Okay. Ja, nee, will ich nichts machen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtig läuft, was wir da gerade gemacht haben. Statusbericht. Ändert sich nichts. Fuel Oxidizer haben wir noch drin. Das Triebwerk konnte man eben noch so schön angucken, ne? Shutdown Engine, okay. Gimbal Free, keine Ahnung, was das wieder heißt. Ja, gucken wir nochmal auf die Karte und ich glaube, dann, wenn wir hier bei der nächsten Apoapsis sind, das, was wir gleich beschleunigen sollten, denke ich mal, sollten wir gucken, dass wir die Heimreise anfliegen, oder? Anfliegen auch gut, ne? So, einmal rum. Zur Apoapsis. So, lass mal hier. Oder? Wo landen wir? Das ist die Frage, ne? Die Periapsis kommt als erstes runter. Mal schneller. Ich würde da gerne irgendwo ins Wasser landen, ne? Woanders wäre es nicht, doch hier hinten gleich, aber. Ja, also mal gucken, hier hinten ist überall Wasser eigentlich. Bis zur Apoapsis. Und dann. Hier ist schlecht zu sehen. Hier ist aber auch Land, meine ich. So. Und dann müssten wir gegen die Fahrtrichtung, ne? Oder wie war das? So. Das kann ich nicht steuern, oder was? Muss ich das Triebwerk leicht anmachen, damit ich steuern kann, oder wie? Ne, so umgeht, also. Ah, jetzt geht's doch, komischerweise. Stopp. Da müssen wir hinlenken. Gut. Dann lass mal ein bisschen schneller. Zeitraffer geht das vielleicht nicht, das könnte natürlich sein, ne? Gut, haben wir. Mal einen Tacken vor. So, jetzt richten wir nochmal aus. Und dann geben wir Schub und gucken, dass die Periapsis
verschwindet. Ich glaube, wir lassen die mal gerade da noch. Weil, wenn wir da sind, dann bremsen wir ja irgendwann hier schon gleich ab. Und verkürzen unsere Bahn und dann kriegen wir keine Wasserlandung hin. Kann das sein? Ein bisschen schneller vor schon mal. Ja, oder ist das jetzt ein Fehlgedanke von mir? Ich glaube nicht, ne? Musst du jetzt wissen, wie hier. Ja. Musst du jetzt hier wissen, wo die Höhe ist. Dass wir ins Wasser landen. Komm mal ein bisschen schneller vor. Orbitmap haben wir an, okay. Wir sind noch da. Können wir noch eine ganze Ecke schneller werden. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das hinhaut. Dass wir gleich eine Wasserlandung hinkriegen. Bitte langsamer. Jetzt kriegen wir nämlich gleich Atmosphäre und dann müsste das hier eigentlich jetzt sich ändern. Ja, da geht's jetzt runter. Genau so ist es. Ich habe fast die, also ich würde jetzt hier mal so tippen, dass wir hier irgendwo runterkommen. Will ich hoffen. Oh, die Antenne müssen wir noch einfahren, sonst ist die gleich abgebrochen. Achso, wir können noch was absprengen, ne? Oder nehmen wir es mit? Gute Frage, ne? Schwierig. Nee, nehme ich nicht mit, weil der Schutzschild ist hier unten runter, ne? Dann habe ich nachher ein Problem, oder? Meter. Der Widerstand wird ja jetzt auch größer. Ja. Ja, rast schneller, ne? So ein Drittel Umfang würde ich fast schätzen, ist das so ungefähr, oder was? Wie sieht's aus? Sich jetzt gerade ausgerichtet, glaube. Von alleine. 56.000 Meter, da sind es noch 24. Jetzt kommen wir gleich in die richtige Atmosphäre, glaube, ne? Ich weiß nicht, wie schnell das dann mal passiert. Jetzt ist hier der Luftwiderstand zu sehen, der sich da die Reibung gibt. Ah, vielleicht schlagen wir doch auf Land auf. Ja, ist halt so, ne? Kann man jetzt hier was gerade? Ne, kann man auch nicht. Geschwindigkeit ist relativ hoch. Nee, das wird wohl noch Festland werden hier irgendwo, oder? Näher ran geht nicht. Ich sehe hier die Küstenlinie nicht. Schicksal halt, ne? So, jetzt ist die gleich weg. Geschwindigkeit verlieren wir auf jeden Fall.
2300, Höhe 45. Periapsis weg, wir haben nur noch eine Apoapsis und die hilft uns auch nicht weiter. Auf Körbe noch ein Fokus, ne? Naja, jetzt auch egal. Jetzt ein Statusbericht gibt's auch nicht. Interessante Ansicht ist das jetzt gleich. Da unten das Wasser. War auch schon vorbei. Ein ziemlich flachen Einflugswinkel jetzt hier. Wüsste ich gern, wie heiß das ist, ne? Tja. Da ist der Mund, ne? Also ich habe gedacht, dass wir mehr abgebremst werden in dem Moment und auch schneller runterkommen. Aber dem ist wohl nicht so, ne? Ich glaube, das Land ist hier oben. Hier ist natürlich jetzt auch gerade schlecht zu sehen, ne? Und wieder eine harte Landung in irgendeiner Wüste oder sowas. Hier gibt es gleich die Vollbremsung oder wie ist das? Weiß ich nicht. Hier ist ja noch die Luft dünn, ne? Ich weiß auch nicht, ob das gut oder schlecht ist, wenn das hier so ist, ne? So sieht es besser aus, oder? Was? Der Schirm ist schon draußen? Oh oh. Habt ihr da gerade irgendwo den Schirm gesehen? Ja, ich habe vorhin aus Versehen einmal die Leertaste gedrückt. Oh oh. Ja. Das ist nicht gut, wenn, ne? Ja, geschmeidig, ne? Der ist weg, wa? Ich glaube, wir haben unseren letzten Piloten gleich verloren. Jetzt habe ich auch noch die Kontrolle über meinen Flugzeug verloren. Da ist es. Shit. Ich habe den eben in dem Schatten nochmal gesehen, aber die Vermutung, dass der gerade eben kaputt gegangen ist. Ich glaube, ja, teilen wir es ihm mit, ne? So ein Scheiß. Oh no. Mal wieder einen auf dem Gewissen. Ich wollte nur die Übersichtskarte haben und habe blöderweise die Leertaste gedrückt. Ja. Das war's dann. Astronautenkomplex. Nee, das ist ja hier nicht der Astronautenkomplex. Das ist er. Um auszusteigen, muss man den verbessern. Ich kann maximal 5. Ich habe noch einen Piloten, oder wie sehe ich das? Ja, Wissenschaftler und Mass, ne?
So. Upgraden das Ding. Können wir das auch upgraden? Tatsächlich. Ich glaube, wir bauen erstmal hier unten ein bisschen aus. Das nicht, aber das hier vielleicht noch. Ja, das geht auch noch. Das kostet dann schon 400. Das ist auch zu teuer. Hier wäre noch die Frage, ne? Aber ist auch schon gut. Gut, was haben wir hier noch? Das würde 150, aber da haben wir nur noch 50 über. Das ist mir dann doch zu teuer. Ja, gut. Okay. Dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.